Der mächtige Fisch. Vor der Höhle von Qiangdao im Bezirk von Chiang Mai gab es einst einen See. Dieser See enthielt durchsichtig klares Wasser. Das Wasser in dem See kam aus der Höhle und floss weiter in einem Bach, der von der Höhle aus in östlicher Richtung ins Land hinabplätscherte. In dem See lebte ein Fischvolk. Der Leib dieser Fische ähnelte dem der Karpfen. Nur darin unterschieden sie sich, dass ein schwarzer Streifen der Länge nach ihren Körper überzog, so ungefähr 3 oder 4 Zentimeter breit. Das war bei allen Fischen in diesem See gleich. Die Bauern nannten sie Spanfische und erzählten, der Name komme daher, dass einst ein Landmann einen dieser Fische gefangen, ihn der Länge nach zwischen einen gespaltenen Holzspan geklemmt und über dem Feuer geröstet habe. Dabei sei dem Fisch der schwarze Streifen in die Haut gebrannt worden. Als der Fisch gar war, habe der Landmann ihm den Buddha gebracht als Speiseopfer. Der Buddha, der sich aller Wesen erbarmt, habe jedoch die Gabe verschmäht. Er habe ein Gebet gesprochen und den Fisch ins Leben zurückgerufen. Dann habe er ihn wieder in den See springen lassen. Da sei der Fisch wieder erwacht. Es ist ein Wunder mit diesen Fischen. Wenn in späterer Zeit ein Mensch einen von ihnen fing und aß, so musste er sterben, sobald der Fischfleisch in seinen Mundmagen kam. So kommt es, dass auch heute niemand es wagen würde, diese Fische zu essen. Freilich gibt es den See schon lange nicht mehr, denn sein Wasser ist ausgetrocknet. Die Fische leben heute nur noch in den wassergefüllten Felsspalten unterhalb der Höhle, doch sehen lassen sie sich nicht mehr wie einst.